Moin Moin und willkommen zurück zu Luigis Mansion. Wir haben ja einen neuen Knopf bekommen und wir haben Luigi bekommen beim letzten Mal. Das heißt, wir gehen jetzt in Etage 3, wie uns geheißen. Luigi ist ziemlich cool. Da ist er. Da können wir reinholen. Aber er ist ziemlich cool, denn damit eröffnen sich ja völlig neue Möglichkeiten. Also wirklich völlig neue Möglichkeiten. So, ich hoffe, wir finden jetzt mal den ersten. Wahrscheinlich einen Toad oder sowas. Mal sehen, wenn wir jetzt so finden können da. Komm schon, Luigi. So ein Anfasser musst du nicht mehr sein. Oh, ich glaube, wir sind in der Einkaufspassage. Los geht's. Toiletten sind zu. Okay. Aber die Toiletten für die Männer sind auf. Wir gehen da mal rein. Ich dachte, dass man irgendwas machen kann. Aber da könnten wir natürlich jetzt Luigi reinsetzen wahrscheinlich. Also klar, der kommt doch überall hin. Oder das Wasser, nehmen wir natürlich auch Platz. Okay, wie kriegen wir den Diamanten? Das muss ja irgendwie gestoppt werden. Vielleicht ist ein Trockner da? Ja. Auch nicht. Problem ist, sobald wir da raufgehen, beschützen wir uns. Das heißt, wir können da noch nichts machen. Das ist wie schade. Wir müssen erstmal das Wasser ausschalten. Das können wir nicht. Wir müssen zurückgehen. Ja, wir müssen zurückgehen, das ist auch gleich gedrückt. So, da hinten leuchtet irgendwas. Dann gehen wir doch mal rein. Kriegen wir auf. Das ist echt blöd. Diese Steuerung ist wirklich nervig. Hast du mal Schlüssel? Den brauchen wir. Cool. Weiß nicht. Hab noch gar nicht rausgefunden, für welche Tür das Ding sein soll. Aber hier ist ja noch so ein... Im Spiegel sieht man ja so ein... Dings. Da kann ich ja nichts machen, ich kann auch nichts reinsaugen. Aber hier sieht man im Spiel, sieht man ja auf jeden Fall, dass da irgendwas ist. Und zwar ist der Abgrund und der ist hier nicht. Hm. Kommt wahrscheinlich noch. Gehen wir es mal raus. Okay. Für irgendwas muss das ja gut sein. Ah, gut, da haben wir einen Schlüssel für. Danke. Der Brummer da oben. Oh, das ist der Wachmann. Oh, wir brauchen seinen Schlüssel. Und er hat auch noch einen. Der sieht aber cool aus. Und ein kleiner Schiss ist er auch. Das ist wie so ein Action, so ein billigen Actionfilm aus den 80ern, oder? Können wir vielleicht ein bisschen Angst machen? Das könnte natürlich sein. Und drin ist es ein Barbershop. Das geht noch nicht. Gehen wir erstmal hoch. Da kommen wir noch nicht rein. Links gehen, ob hier irgendwas ist? Nee. Kommen wir auch noch nicht rein. Luigi, hast du das gerade hier gesehen?
Der Wachmann hat einen Aufzugsknopf. Ja, habe ich. Okay, folge ihm, los, mache ich. Oh, ich muss erst dahinter kommen mit den Tresen, okay. Folgen wir ihm mal. Dieses Glimmern gerade vom Schlüssel, das hört sich an wie eine Kiste bei Fortnite. Okay, können wir jetzt da rein? Wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Also Bienenschlüssel. Ne, passt nicht. Oh. Wahrscheinlich einen Sternenschlüssel. Wir haben jetzt einen Rubinenschlüssel, einen Rautenschlüssel. Müssen wir gucken, ob wir irgendwo anders herbekommen. Was macht er denn da? Hier können wir da nicht machen. Aber da kommen wir mal rein. Wir müssen umgucken mal. Legen wir Münzen. Okay, irgendwie müssen wir da reinkommen. Wir brauchen einen Sternenschlüssel also. Wo kriegen wir den Sternenschlüssel her, ist die Frage. Guck mal hier, das sind... Achso, guck mal hier, das sind Kartensymbole. Hier ist das Peak. Ich hoffe, dass Luigi sich schon als nützlich erwiesen hat. Vergiss nicht, dass er sich durch eine ganze Menge Enge quetschen kann. Du Mut, du Mut. Okay, können wir machen, und zwar hier. Du kannst auch bestimmt hier rein. So, also richtig viel kann er hier noch nicht machen, weil uns der Schlüssel fehlt. Ja, aber klar, das ist etwas. Ja, wir brauchen das Peak, den Peak-Schlüssel. Aber da müssen wir Luigi, da muss Luigi immer mitkommen. Dann gehen wir raus hier. Nein! Ist ja dumm. Hab ich den da gelassen? Okay, wollen wir natürlich dran denken. Das kann ich hinten durch? Dann können wir nochmal hier... Ah, so ein Bonus-Ding. Hey, hey, hey. Schade. Den hätte ich denn gehabt, so. Oh Mann, den hätten wir haben müssen. Scheiße. Scheiße, scheiße. Das hätte bestimmt Bonuspunkte gegeben, der gute Mann. Na gut. Von Jännern vorbei. Scheiße. Der hätte bestimmt echt ordentlich Punkte gegeben. Das glaube ich. Wenn nicht sogar irgendwas anderes Cooles, das müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall hinkriegen. Ja, wir müssen jetzt erstmal das andere Ding finden. So. Ja, ja, wir brauchen jetzt erstmal das Karo. Das Karo-Schlüssel müssen wir irgendwas benutzen. Jetzt guckt er da hoch. Ne? Ja, passt nicht? Nee, passt nicht. Wir brauchen Karo. Hier. Ja. Oh yeah. So, Fluigi. Sag mal, was du kannst. Erinnert mich immer schon an den T-1000. Kennt ihr noch den T-1000 von Terminator? Wo ist Luigi? Ein Herzschlüssel. Oh. nein. Yeah.
Okay. Den Schlüssel haben wir wieder. Und? Wir können da hinten noch einen Diamanten mitnehmen, ja? Das ist das da. Was ist denn für Scheiß? Deswegen könnte ich jetzt. Warte, ich dachte, da könnte ich jetzt auch rein. Ja, kann ich noch nicht rein. Okay. Dann gucken wir, dass wir das irgendwann noch hinkriegen. Den Schlüssel? Und war irgendwo, wo Herzen ist. Hier drüben war Peak. Heißt, Herz kann unten sein irgendwo. Genau, hier. Los, Luigi. Das passt. Oh nein. Dein Geist ihn erwischt. Halt hier. Komm her, du Kordel. Okay. Ein Geheimgang da oder was ist das? Guck mal, jetzt können wir da reinkrabbeln. Komm da rein. Nee. Hab ich einen Kanalrohr oder wo krabbeln wir gerade längs? Okay, er hat nur Sachen rausgeholt. Ah ja, so, ah, das ist noch so ein. Wie ich jetzt gerade ist, da kann man noch so einen Blitz machen. Das machen wir nochmal schnell. Aha. Das Münzen? Oh. Also, was für Münzen eigentlich hier? Boah. So. Haben wir den auch erwischt? Dann kriegen wir unseren Peak-Schlüssel. Peak war oben, ne? Genau, oben war der Raum vom Peak. Zurück. Ist natürlich cool, dass wir hier wechseln können zwischen den beiden die ganze Zeit. Hier unten ist nochmal das Kreuz, da müssen wir schon auch gleich rein. Jetzt holen wir uns erstmal im Pick-Dings das, den Schlüssel für Kreuz, behaupte ich mal. Und dann kriegen wir bestimmt den Schlüssel, um den Sternschlüssel, um reinzukommen. Okay. Na gut, müssen wir erstmal finden wieder. Müssen wir Wasser anmachen. Wie schön die Pflanzen von Super Mario. Ah, das war doch gerade ein altbekanntes Phänomen. Erinnerst du dich an Wehrlichter? Luigi, sicher nicht, daher erkläre ich es nochmal. Okay. Wenn du mit der Düsternlampe aber verdächtige Bereiche ableuchtest, kannst du Wehrlichter freisetzen, die du dann aufsaugen kannst. Ah, okay.
Warum wartest du noch? Ja, mach ich doch. Da. Und los. Letzten Schlüssel. Beziehungsweise wir brauchen noch den Kreuzschlüssel. Oh oh. Was ist das? Oh nein. Bringt das natürlich nichts mehr. Jetzt haben wir dich. Aufgesaugt. Und ich auch noch mit. Komm her. Sehr gut. Wir müssen runter. Mit Luigi runter. Alles mit dich hier. Hier war der Kreuzding, ne? Gut. Okay, aber hier kommt ja Luigi, Luigi auch nicht rein. Ne, hat Luigi die gleichen Chancen wie wir. Um hier gar nicht reinzukommen. Man kann sich ganz schön weit auseinander dehnen hier. Warte mal kurz. Warum kommen wir, wie kommen wir denn da jetzt rein, ist die Frage. Ach, warte mal, ich hab eine Idee. Jetzt hätte man vielleicht hier irgendwo das Schlüsselloch finden können. Vergiss nicht, dass du mit dem Schreckwegflug auch nach oben, nach unten ziehen kannst. Ja, ja, genau. Können wir richtig rum sein? Wir da und hier drüben auch? Das ist, vielleicht müssen die Logos alle so sein, das ist wie... Wo wäre das jetzt richtig, ne? Ja.
Denk dran, dass ich dir einen wichtigen Kniff beigebracht habe, den du bei der Verwendung beachten solltest, Luigi. Okay, er kann zwischen Luigi und Mario wechseln. Wer deaktiviert? Wird aber gerade als ausführt, hört damit. Ah, okay, das muss er ja wissen. Okay, pass auf. Pass auf, das weiß ich. Okay, jetzt wissen wir es. Ah, guck mal. Jetzt macht's Sinn. Muss man ja auch erstmal wissen. So, Luigi kann durch. Eieiei, den Kniff habe ich aber nicht mitbekommen, als er das gesagt hat. Achso, warte, hier war noch was, ne? Natürlich nur Kohle, aber es gibt schon auch was, ne? Da ist die Kasse. So. Letzter Schlüssel. Der Sternschlüssel. Und jetzt können wir zum Boss gehen, behaupte ich mal. Machen wir auch gleich. Das ist ja gemein von dem. Nee, da war es, das war oben, ne? Da oben ist eine Etage höher. Oh, das war kaputt. Geh mal so hoch. Oh nein. Okay, das ist gut. Warte. Ja gut, vorstellen, und den von hinten machen muss. Will ich mal um zu mir? Diese Dinger bei Super Mario. Wo ist er? Oh. Okay, wenn er gerade läuft, dann kann man nichts machen. Leben haben wir auf jeden Fall. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Und komm, der Sack. Ah. Müsste die Treppe auch wieder funktionieren, oder? Ja, perfekt. Das war ein ganz schön aggressiver Geist, nicht wahr? Ich bin überrascht, dass es dir gelungen ist, ihn einzufangen. Es wird mich definitiv in meiner Forschung voranbringen, also mach weiter. Also, ja, hehe. Machen wir.
So, jetzt gehen wir erstmal gucken, was wir mit dem Sternschlüssel machen können. So. Der müsste passen. Oh, jetzt wird es zu spannend. Wer erschreckt dich jetzt vor allem? Wollt ihr eine coole Rolle machen? Ja. Das ist aber ein ganz schreckhafter Geist. Eine Wasserpistole. Okay. Jetzt haben wir dich. Mist. Ich wollte hier einsaugen, den Spacko. Gut. Nein! Oh shit! Hätte ich aufpassen müssen. Schnell rein. Mann. So. Ein hartnäckiger Brocken. Mist. Komm her. So. Jetzt haben wir dich, du blöder Kaufhauskopf. Knopf und auch ein bisschen Leben. Super Luigi. Yes, komm auf die Etage 2. Haha, I did it! Lustig. So. Perfekt. Ich nicht das Ding, wie das aussah. Okay. Wieder rausgehen. Ja, cool. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen wir mal, ob wir unsere Freunde jetzt mal irgendwann finden. Vielen Dank, bis dann, tschüss.